Nun ist es soweit, meine Freunde. Heute zeigt sich, woraus ihr gemacht seid. Hört ihr den Ruf des dunklen Kriegers oder werdet ihr in der Finsternis untergehen? Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Nehmt eure Waffen, dunkle Krieger, und treibt das Unheil wieder zurück in die Löcher, aus denen sie gekrochen kamen. Oh oh. Das geht ja gleich richtig zur Sache hier. So. Ja, krepier endlich, du elendes Scheißvieh. Da ist der Winter wieder dabei. Hier, Edward, der hat sich auch neu angekleidet. Na ja. Hat seine Haare auch abrasiert. So, das heißt, die wollen jetzt hier erstmal aufräumen hier auf der Insel. Dann folgen wir denen mal. Die Waffen nehmen wir aber mit. Edward, der bleibt noch bei uns. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Oh, Höllenhund. So ist das nun mal. Das war eine Lektion. Auch hier Mason noch mit am Start, hier Klingenblatt. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Das war's mit dir, du Mistvieh. Zurück in deine Sphäre, Dämon. So. Ja, die sind hier alle ganz gemütlich unterwegs, ne? Nehmen wir noch eine Truhe. Fleisch, Wein, Krug. Und war es das jetzt, oder? Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo in den Ruinen im Süden muss der Zauberspruch für dein Geisterritual zu finden sein. Du kannst dich im Süden umsehen. Wir werden uns hier für den Norden rüsten. Die ganze Region ist verseucht mit Schergen und anderen Wesen aus dem Schattenreich. Oben im Norden vermute ich ihren Herrn, einen besonders bösartigen Schattenlord. Er ist es, der den Zweifel über das Volk von Kalador gebracht hat. Wir müssen ihn vernichten, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Sag mir einfach, wann wir mit dir in die Schlacht ziehen sollen. Wir werden auf dich warten. Ja. Wir sollen uns im Süden umschauen, sagt er. Und der Schattenlord soll im Norden sein. Das heißt, wir sind ja hier mal rüber teleportiert. Dann machen wir hier mal die Runde. Schauen uns das mal an hier mit dem Edward und dann vielleicht finden wir ja den Zauberspruch. Hier ist eine Voodoo-Puppe, haben wir Papageienflug erhalten. Na gut, dann passt mal hier schön auf. Machen wir mal eben die Runde.
Da ist noch so ein Schattenfresser. Wie ist denn das jetzt hier mit dem Voodoo hier? Wenn ich jetzt auf die 3 drücke. Okay, das heißt, die Reichweite, die reicht dann nicht aus. Ne? Da müsste ich dann jetzt warten, bis der sich wieder regeneriert. Aber ich würde schon ganz gern mal das ausprobieren mit dem schleichenden Tod. Aufgepasst! So. Da haben wir noch eine Truhe, müssen wir aufpassen, da könnte ein Ghoul rauskommen. Ja. Ihr Edward ist auch schon wieder auf Angriff. Was hat er da gesehen? Na, das war aber auch wieder nur so ein Fehlalarm. Hier haben wir ein Feuer. So die Truhe. Einmal Fusel, Rum, Papageienflug und einmal Todeshauch. Zieht deinem Gegner Lebensenergie ab und fügt sie dir zu. Auch nicht schlecht. Das mit dem schleichenden Tod hier, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Na, müssen wir mal sehen. Kommen wir nicht hoch. Gut, machen wir eben die Runde. Da sind noch Höllenhunde. Beziehungsweise das müssten hier diese Dunkeldürrer sein. Ja. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Ah, auch schleichender Tod. Das funktioniert. So. Das heißt der. Ah, okay, ja, das funktioniert. Muss ich jetzt öfter mal ein bisschen mit rumexperimentieren hier mit den Voodoo-Geschichten. So, bleiben wir mal hier eben auf dem Weg. Da hinten, da habe ich auch noch ein Haus gesehen. Hier ist noch ein Feuervogel. Das Schattenpack glaubt wohl, das bisschen Lava beeindruckt mich. Du kannst ja mal ein Bad nehmen. Sehr witzig. Quatschen hier rum, während wir kämpfen. Der Kampf ein Ende. Da ist noch so ein Lava-Golem. Thank you.
ein Golemherz. So eine Feuerblume. Da haben wir noch mehr davon. Zwei. Alles klar. So, einmal magischer Kristall erhalten, einmal Golem Herz. Hier ist so eine abgebrochene Brücke. Geht's ja auch noch hoch und hier geht's ja auch noch hoch. Jetzt sind wir zwar nicht mehr im Süden, aber jetzt folgen wir dem Weg mal weiter. Ah, da ist er zu Ende. Okay. Okay, da sind wir wieder bei dem Teleporter. Dann sind wir hier schon mal einmal herum. Da sind ja die Kämpfer. Und hier ist so eine Sumpfgegend mit noch ein paar Häusern. Und hier kommen schon wieder hier Ghule. So, na, das mit dem schleichenden Tod, das funktioniert schon mal ganz gut. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Das war's mit dir, du Mistvieh. So, hier war der Dunkeldürrer. Da war noch eine Blutkappe. Hier ist noch eine Erzader. Einmal Eisenader.